Heute möchten wir euch zeigen, wie mit einer Dreipunkttechnik einen Raum perspektivisch darstellen könnt. Ich mache einfach mal eine kleine Idee vor, also wie es am Ende aussehen wird. Vielleicht erläutere ich das ganz kurz im Grundriss. Es soll ein Geschäft sein mit zwei Verkaufsflächen, mit großem Eingang, das ist der Eingang, hier ist dann vielleicht so eine Säule. Hier verspringt das Mauerwerk ein bisschen, da hängen dann die Kleidungsstücke an der Wand und hier geht man dann hoch, zwei, drei Stufen und ist auf einem Podest. In der Mitte sehen wir dann so Quader praktisch, wo dann Hosen, Taschen, T-Shirts liegen können. So, und da geht das Geschäft weiter. Und hier ist der Eingang. Wie gehen wir vor? Wir können jetzt... ich erläutere euch mal, was eine Dreipunktperspektive hier bedeuten würde. Und zwar, ich zeichne jetzt mal den Hauptraum mit diesen beiden Sockel. Oben rechts ist dann der Eingang. So, als erstes habe ich einen Fluchtpunkt. So, diesen Fluchtpunkt übertrage ich auf dem Horizont, auf der Horizontlinie, zum zweiten hin. So, da muss ich ein bisschen korrigieren. So, das heißt, da wäre mein zweiter Fluchtpunkt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der dritte Fluchtpunkt, der ist ganz weit unten. Ich mache da mal so einen Pfeil, weiter unten. Das heißt, alle Senkrechten, also die Raumhöhe, würde nicht als Senkrecht nach oben gehen, sondern leicht schräg zu dem dritten Fluchtpunkt. Und ihr merkt, dadurch bekommen wir eine wunderschöne Raumtiefe. So, hier wäre praktisch dann der Eingang. Hier sozusagen unsere Fläche, wo die Kleidungsstücken sind. Und da der Eingangsbereich. Und hier die Quader. So, einer, der wird ein bisschen nach oben aufgebaut. Der, also es ist dann so aufgebaut, dass die Höhe des Podestes sozusagen, der Präsentationsfläche, ebenfalls zum dritten Fluchtpunkt hindeutet. Und ja, das Ganze übertragen wir jetzt in groß. Und fangen mit der Grundfläche an, die wir uns, also praktisch den Fußboden, den wir als erstes vorzeichnen. So, hier ist dann der Bereich, wo es um die Ecke geht und die Kleidungsstücke hängen. Hier ist dann der Eingangsbereich. So, die ziehe ich jetzt noch ein bisschen nach oben. Das sind praktisch unsere Wände. Und genau, hier geht es dann leicht um die Ecke. Da ist praktisch die Säule. Und da zeigen wir jetzt die Tür sozusagen, Eingangsbereich. So, da ist es ungefähr auf dieser Höhe. Ihr merkt, es ist leicht schräg, weil es praktisch nach links hin zu einem Fluchtpunkt verläuft. So, hier ist dann die Unterteilung mit den Türgriffen. Und jetzt könnten wir die Podeste mal andeuten. So. Die Verkaufsflächen sozusagen, die ich im Grundriss angedeutet habe. Erstens, so, und jetzt auch wieder ganz wichtig, nicht einfach senkrecht hoch, sondern so virtuell im Kopf bedenken, die gehen einfach runter hin auf den dritten Fluchtpunkt. Dadurch wird es einfach stimmig. So, das Ganze hier auch, den können wir mal so ganz eben andeuten. Und dann die Höhe nochmal, die können wir übertragen von rechts, von dem ersten Podest. Die sollten dann schon halbwegs auf einer Linie liegen. So.
So, und hier stellen wir uns vor, ist dann praktisch die Raumecke, in der die Kleiderstange hängt. Die deute ich jetzt einfach nochmal so an. Die ist jetzt mit an der Wand montiert an drei Stellen. So, und hier irgendwo im oberen Bereich gibt es dann einen Balkon. Oder zumindest irgendeine Brüstung, die dann nochmal so, die Abstände erhöhen sich hier, je weiter wir nach links kommen, um die Tiefe beizubehalten. So, können wir ein bisschen andeuten. Und jetzt können wir die Stufe, also so wäre die Erhebung, wenn man sich jetzt so vorstellt. Und von dort aus zeigen wir sozusagen das Podest. Da haben wir ja gesagt, da geht man ein Stück rüber, hoch. Und würde wahrscheinlich dann nochmal so ein, zwei Stufen sehen. Die deute ich jetzt noch hier nochmal an. So, das Ganze kann man natürlich wunderbar auf einem Markerpapier machen und dann das Ganze mit Markern nochmal schattieren. Aber das würde jetzt zu lange dauern. Gerne machen wir das auch nochmal. Aber hier geht es einfach nur darum, wie konzipiere ich so etwas? Wie, wenn ich jetzt eine Idee habe, eine Einrichtung, ob es eine eigene Wohnung ist, eine Architekturskizze oder für Retail Design, wie würde ich jetzt im Gedanken damit spielen? So, und hier sind jetzt nochmal ein paar Kleidungsstücke, die jetzt nochmal hängen. Und hier können wir das gleiche auch nochmal ein paar Kleiderbügel. Die können wir auch mal schön, man sollte sich jetzt perspektivisch denken, also wie so eine Schachtel. Dadurch wird es von der Vorstellung einfacher, die Kleidungsstücke dort aufzuhängen. So, hier können wir das auch nochmal ein bisschen vertiefen, ein paar Details nochmal zur Knopfleiste. Also wirklich nur so ganz grob eine Idee eines Kleidungsstücks, Mantels oder sonst noch etwas. So, hier liegen dann auch nochmal ein paar Hemden zum Beispiel oder T-Shirts, und hier steht eine Tasche, hier vielleicht auch eine andere. Das Ganze können wir auf der linken Seite nochmal ganz lang eindeuten. Eine Jeans und hier vielleicht auch nochmal ein gefalteter Pulli. So, jetzt könnten wir uns ein paar, vielleicht das Podest auf der rechten Seite, da sollten wir natürlich leicht bis zur Treppe übertragen, auf die Treppe hoch und dann auf die rechte Seite. Das kann man auch nochmal kurz andeuten. Auch ebenfalls dran denken, hier wird es ein bisschen schräg natürlich, also wieder zum dritten Fluchtpunkt hin. Und darauf können wir vielleicht auch nochmal zwei, drei Taschen und Kleidungsstücke präsentieren. Müsst ihr euch natürlich vorstellen, wenn man das Ganze mit Farben noch ein bisschen macht, dann wird es natürlich farbenfroh, aber dann hätten wir sicherlich doppelt und dreimal so lange da angesessen. Aber es geht erstmal nur um die Idee. Wie gesagt, in anderen Videos gehen wir an die Koloration. So, und jetzt kommt eigentlich die Tiefe, sozusagen die Kontraste. Die werden mit einem schwungvollen Strich angedeutet. Ja, da habe ich jetzt mich ein bisschen verzeichnet. Die Fläche hätte man nicht sehen können, aber lassen wir es einfach so. So, hier die Kleiderstange noch einmal. So, der Bereich der Treppe. Und da ist praktisch dann das zweite Obergeschoss, oder das erste Obergeschoss besser gesagt. Hier auch nochmal so kräftige Striche. Und dann so, das
Das hat jetzt schon vielleicht mal durch. Und an der Stelle hätte es einfach nicht schraffiert werden müssen. In der Mitte, weil man die Fläche nicht sieht. So, hier auch. Ganz wichtig, immerhin zum Fluchtpunkt schraffieren. Nicht einfach irgendwie, sondern die Striche, so praktisch jeder Strich der Chauffroux würde zum Fluchtpunkt hinwandern. Dann wird es perspektivisch noch unterstützt. So. Entschuldigt bitte, aber wenn man das Blatt dreht, kann man ein bisschen schneller und besser schraffieren. So, das können wir hier auch nochmal. Auf einer Seite dunkler, also praktisch die, die dem Fenster entgegengesetzt sind, also weggedreht. Die sind natürlich dunkler. Hier an der Seite wird es heller und oben eben ganz weiß oder hell. Das Ganze können wir auch bei den Objekten gleich nochmal machen. Hier ein bisschen Schatten von den Kleidungsstücken. Auch ganz auf einer Seite ein bisschen den Kontrast, auf der Seite eben vom Geschäft hin, da wird es ein bisschen dunkler, ein bisschen Schatten auf dem Boden hin, schon macht das Ganze ein bisschen mehr, gibt es mehr Tiefe. Das Ganze machen wir bei den einzelnen Objekten, die auf den Podesten stehen auch. Zum Beispiel die Taschen, die zum Verkauf stehen, gehen auch nochmal einen kleinen Schatten und werden an sich nochmal auch nochmal schraffiert ganz leicht. So, das Ganze machen wir hier bei den Kleidungsstücken, die ausgelegt sind. Auch nochmal ein bisschen Schatten. Ihr merkt so, also Schatten macht immer sehr, sehr, sehr viel aus. Ob das bei den Porträts ist oder bei Produktvideos, die wir machen, versuchen immer Schatten einzubauen. Weil der gibt der Zeichnung einfach nochmal sehr viel Realistisches und Tiefe. Also wie jetzt auch zum Beispiel in dieser Ecke. Genau, da wirft es auch nochmal ein bisschen Schatten. So, und da können wir das Glas andeuten. Da zieht sich so ein bisschen der Fensterrahmen weiterhin durch. Und hier können wir das Ganze nämlich auch nochmal machen. Ein bisschen Schatten auf dem Boden. Weil dann von oben so ein bisschen das Licht irgendwie kommen würde. So, können wir die Wand noch ein bisschen dunkel schraffieren. Also im Grunde genommen kann man sich jetzt natürlich so ein bisschen hier und da mal die Details aussuchen und noch mehr Kontrast ansetzen. So, wenn ich jetzt hier gerade bei dem Profil der Tür mache nochmal, dass man sieht, die hat nochmal ein bisschen Rahmen. Also wie gesagt, dafür, dass es jetzt 13-14 Minuten Video jetzt ist, wird es jetzt ausreichen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte nochmal 15 Minuten Zeit, dann kann man viele Details mehr noch dazu zeichnen. Wichtig ist, dass ihr eigentlich gesehen habt, was man mit dieser dritten mit dem dritten Fluchtpunkt einfach erzeugen kann. Ist eine wunderbare Raumtiefe. Ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt, schaue von oben, von einer Terrasse praktisch, auf den Laden, die Verkaufsfläche und sehe einfach, habe diesen Eindruck. Und das kann man natürlich wunderbar den Kunden oder seinen Teamkollegen wunderbar mal zeigen, wofür sowas eigentlich gut sein könnte. Ja, das wäre eigentlich alles. Wenn ihr möchtet, dann schaut bitte bei unseren anderen Tutorials, die ähnlich zu dem Thema Fluchtpunkt und Raum sind. Und ansonsten viel Spaß beim Nachzeichnen oder selbst eigenem Motiv. Und bis bald, eure Akademie Wohlteam.